Mit seinem außergewöhnlichen und facettenreichen Repertoire kann das im Jahre 2005 in Wien gegründete und leidenschaftlich musizierende Duo Viennese auf große Erfolge am Konzertpodium und bei internationalen Kammermusikwettbewerben zurückblicken. Das Violinduo besteht aus Pavel Zalewski, erster ARD-Preisträger mit seinem Apollon-Musicette-Quartett, und seiner Frau Monika Hager-Zalewski, die der Staatsphilharmonie Nürnberg angehört. Das Duo spezialisierte sich, unterstützt von hochkarätigen Experten an der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst, unter anderem auf die Aufführungspraxis der Wiener Klassik und gastierte bei renommierten Festivals im Wiener Musikverein, beim Mozartfest Würzburg, bei der Mozartiade Augsburg, im Teatro La Fenice in Venedig und in der Nationalphilharmonie in Warschau. Im neuen Programm Die Bach-Familie konnte eine Koryphäe in Sachen historische Aufführungspraxis gewonnen werden. Cembalist Ralf Waldner, Professor für historische Tasteninstrumente an der Musikhochschule Würzburg. Wer meint, Barockmusik sei gleich Barockmusik, der irrt sich. Denn in diesem Programm, Die Farben des Barock, wird diese Epoche von so vielen Seiten beleuchtet, begonnen mit ganz früher italienischer Barockmusik über Werke aus England, Frankreich, Deutschland und Polen, dass man ein sehr breites Farbspektrum an klanglichen Möglichkeiten zu hören bekommt. Das Duo Viennese interpretiert mit ebenso großem Enthusiasmus Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Gemeinsam mit dem Pianisten Jakub Trojewski startete das Duo ein Projekt an der Universität Warschau mit dem Ziel, vergessene Werke des polnischen, im Kommunismus verbannten Komponisten Roman Paleste zu entdecken und vorzutragen. Dieses gemeinsame Projekt
führte zu einer Weltpremiere der CD-Aufnahme von Palestes Kammermusik, produziert von Warner Music Poland. Die Sonate Palestes wurde zusammen mit anderen Meisterwerken des 20. Jahrhunderts von Karol Szymanowski, Bohuslav Martinu und Dmitri Schostakowitsch mehrere Male in Polen, Italien und Deutschland aufgeführt und fand jedes Mal beim Publikum sehr großen Anklang.